Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert. Es ist soweit, das Wochenende ist angebrochen, indem wir an den Galactos-Turnier teilnehmen können. Ich habe zwar mit dem Team noch ein bisschen trainiert, viel ist es nicht gewesen. Einigen habe ich noch ein paar Items gegeben. Wir werden sehen, wie wir uns schlagen. Ist sogar das erste Mal, dass ich an so einem offiziellen Turnier teilnehme. Ich hatte erst überlegt, ob ich streamen sollte. Aber für Stream habe ich einfach momentan nicht... Ach scheiße, ich muss ja noch ein Kampfteam auswählen, ne? Da ist ja noch was. So, warte mal. Box wechseln. Hä? Bin ich jetzt blöd? Das ist wieder der klassische Vorführeffekt. Ja, ich glaube, ich kann es auf die einsetzen. Kennt sie vorhanden. Gott, wie war das denn nochmal? Nein, du habe ich nicht, habe ich das nicht gestreamt. Oh. Kampfteams. Oh Gott, ich komme jetzt gar nicht auf mein Team rauf, ne? Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Okay. Dann legen wir alle mal kurz hier ab. Ja, stimmt. Dann werden wir mal irgendein Ziel, was ich denn wechseln kann. Ja, so Galeo war gar nicht dabei, ne? Egal, jetzt kann ich wenigstens... dann teilnehmen. Hätte ich ja auch schon alles vorher machen können. Das einzige, was keine sensationellen Werte hat, ist... Nidoking. Ein zu weit zurück. Okay, jetzt sollte es aber gehen. Meldest du einen Kampf zu einem Turnier an, ist es nicht mehr anderweitig einsetzbar. Diese gesperrte Pokémon kannst du nicht gesehen oder tauschen. Auch ihre nicht getan Items sind nicht verwendbar. Okay. Wenn es der verfügbaren. Was? Aber mindestens alles der Pokémon verfügt nicht über ein Kampfregelsymbol. Bitte was? Okay, jetzt erklärt mir mal bitte, warum ich Wolverhock und Nachtara nicht mit... Oh, jetzt darf ich zwei andere drehen.
Okay, wieso darf ich die beiden denn nicht? Muss ich ein anderes wählen? Sumpex. Ich hoffe, das geht ja wenigstens so. Ich dachte, ich kann mein Volvo auch den wenigstens nehmen. Oh, was nehme ich dann? Ich habe Kripo. So, wähl das. Das geht jetzt auch nicht. Okay, und was ist jetzt an den beiden bitte anders? Achso. Ich bin mal gespannt. Ich muss an drei Kämpfen teilnehmen, um hinterher Galaactus zu kriegen in der Shiny Form. Okay. Vier Pokémon darf ich mitnehmen. Alter. Glückpuck wird bestimmt. Ich muss mich beeilen. Ja, Glückpuck nehmen wir mit. Wir nehmen Sassia mit. Chris und Chris gewonnen. So, hätte ich ja meinen Sogoli auch mitnehmen können. Vielleicht hätte ich wirklich Sumpex gegen die Galileo austauschen sollen. Na dann. Sauer gegen dich. Wer weiß, ob du Dynamax einsetzt. Bin jetzt so also ein bisschen aufgeregt, ne? Ich meine, immerhin. Ist es mein erstes Online-Turnier. Pizarro-Raum. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Vor allem, ich habe ja meine Pokémon noch nicht mal speziell trainiert.
So, mal sehen, ob es jetzt klappt. Alter, bitte was? Du hast meine beiden voll rausgehauen. Lol. Gut, dann Dynamax. Blattgeißel. Alter, ich meine, es wäre irgendwo klar, dass ich hier nicht gewinnen kann. Aber dass ich gleich so niederschmetternd geschlagen werde, oha. Das hätte ich eben nicht gedacht. Okay, das war's dann für mich. Schade. Weil die Dauer bis die Statistik und so da war. Na komm, wir machen noch einen Kampf. Cool, ein Gegner wurde gefunden. Oha, oha, oha. Da wäre ein Zassia mit. Das gekommen den. Suplex wäre vielleicht auch eine gute Idee. Gut, den Nido King habe ich vielleicht auch nicht die bessere Wahl getroffen, aber ich mag den Nido King. Wenn ich so sehe, was sie an Pokémon dabei haben, wow. Das Ganze muss ich noch auf mein Schild machen. Thank you.
Oh, du gehst gleich auf Dynamax, ja? Nein, doch nicht mein Viscogon. Ja, Feuer schon. Also gleich zweimal mal rauskommen. Na gut. Dann. Der Säulen auf dich und da du auch geflugt bist, haben wir dich gleich mit raus. Oder womöglich sein, überhaupt mal einen Kampf zu gewinnen. Oh ja, stärkt deine Initiative. Alter, das gibt's doch nicht! Na gut. Ich hab sie jetzt auch nicht sonderlich. Das ist jetzt ärgerlich. Kommt davon, wenn man sich nicht mit den Competitive Sachen beschäftigt. Bin ich aber auch selber schuld. Was soll's? Ich muss ja wenigstens keinen Kampf gewinnen. Dich nehme ich riesens mit. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. Kripo wäre glaube ich auch nicht so schlecht. Alter. Ja, der hauptsächlich nur die Gewehre Pokémon fast. Leute, was hat er dafür Zeichen auf seine Dings? Ich glaube, es war gar nicht so schlecht, so ein Pixel jetzt wie hier wenigstens noch mitzunehmen.
durch seinen Bodentyp. Das ist hier, ist er? Dieser würde wenigstens beide treffen, wenn es klappt. Nice! Legend Gigas! Warte mal, Sandklinge? Haben wir... Dich müssen wir wegkriegen. Alter, bin ich angespannt. Ich angespannt. Zwei Pokémon habe ich von den Daumen gekriegt. Und das dürfte sein letztes sein. Warte, ich könnte tatsächlich mal einen Kampf gewinnen. Geil. Ich habe einen Kampf gewonnen. Ja, sehr geil. Oh, ach komm, ein Kampf haben wir noch zum Schluss. Na holla! Das sieht doch... Wieso hast du beide? Okay, wir nehmen Köpfock mit. Wir nehmen... Dumpex mit. Das hier kommt auch mit. Und zu guter Letzt... Nehmen wir dich nochmal.
deswegen hast du beide. Ich habe die Shiny-Version nie bekommen. Ja, nur schön zum Netz. Ups, jetzt hat sich hier bald mein Lautsprecher noch wieder. Egal, er steht jetzt hier gleich statt. Rainosaur, ja. Ist das vielleicht nicht die optimalste war? Am gefährlichsten wird mir glaube ich Samazenta. Vegetarier. Weiß ja nicht, was du vorhast, mein Freund. Alter. Na gut, das wird dann... Ich weiß noch nicht mal, ob ich zuerst angreifen kann.
Aber Versuch ist es zumindest wert. Siegessicher. Was soll's? Meine drei Kämpfe, die ich hatte, habe ich jetzt gemacht. Und ich schätze mal, dass ich morgen das nochmal für meine Schildversion mache. Wow. Wow! Was? Unentschieden. Andere Caps haben es besucht. Oh. Auf welcher Seite stehe ich überhaupt? Naja, so viel Rot am Release habe ich ja gar nicht gemacht. Ich will gerne wissen, auf welcher Seite ich stehe. Das heißt, ich muss nur abwarten. Die habe ich bekommen vorhin. Peony. Nice. Gut. Das heißt, dann darf ich das später nochmal auf meine Schild machen. Kriegen wir aber auch hin. Aber fürs Erste. Also waren diese eben doch nicht so schlecht. Entfernen. Als Perioden Kampfteams sind, können mich. Was? Ich kann sie momentan nicht entfernen? Das heißt, ich kann sie erst nach dem Dings wieder entfernen. Okay. Na gut, dann lassen wir es fürs Erste. Ist ja nicht so wild. Na gut, dann würde ich sagen, was ist aber fürs Erste? Ich speichere hier nochmal ab. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Projekte auf jeden Fall wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Würde mich riesig freuen. Auch gerne einen Kommentar unten in die Kommentarsektion einfach hinterlassen. Ich lese gerne. Kommt nämlich selten vor.
Wenn ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr auch gerne ein Abo auf den Kanal da lassen. Würde mich riesig freuen. Vergesst dabei aber nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts wie immer zur Playlist des aktuellen Projektes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.